Lobby! Lobby! Wer ruft? Lobby, wart! Oh, da kommt ja aus der Seitengasse nochmal ein Velofahrer. Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das gerade mein Freund, Turi. Sali, Globi. Ah, sorry, Turi. Ja, das ist jetzt aber eine Überraschung. Ja, du, das ist es. Was machst denn du schon um die Zeit auf der Strasse? Denk's gleich wie du. Ah, bist du auch Velokurier geworden? Nein, Velorennfahrer. Ja, was? Ich trainiere für Tour de Suisse. Du nicht? Nein. Ah, aber warum eigentlich nicht? Meinst du, ich hätte das Zeug dazu? Ja, klar, du hast voran auf deinem Göppel so einen Affenzahn drauf gehabt, dass man hätte meinen können, da fahre ich den Weltmeister persönlich. Aha, ja, also in dem Fall mache ich mit. Wann ist der Start? Ja, also bei der Tour de Suisse kannst du nicht einfach so einen Start. Aha. Ja, da musst du dich anmelden, da musst du in eine Mannschaft aufgenommen werden. Oh. Ja, ich zum Beispiel bin beim Post-Suisse-Team. Das ist ein Team mit lauter Schweizer. Ja, was? Wir sind von der Post unterstützt. Ah, in dem Fall ist das für mich überhaupt kein Problem. Bei der Post habe ich nämlich schon geschafft. Aha. Die kennen mich. Wenn du willst, stelle ich dich an meinem Betreuer mal vor. Dein Betreuer? Mhm. Abgemacht. Ich muss nur noch zuerst mein Päckchen vertragen. Der Turi hat mich wie abgemacht noch am gleichen Tag seinem Betreuer vorgestellt. Der hat mich von Kopf bis Fuß gemustert und gesagt,